Kann ich hier eigentlich... Ich glaube, ich kann da auch irgendwas einpflanzen, aber... Das hier ist der nächste quasi. Was kann ich denn daraus eigentlich machen? Irgendwas kann ich daraus auch machen. Ein Stinkefuß. Also zuschlagen geht auch. Aber dann nehme ich lieber die Axt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Kann ich damit irgendwas machen? Ne. Kopfbombe. Bitte was? Wie kann man denn eine... Moment. Eine Bombe. Explosion. Da muss man irgendwas noch mit beipacken. Alkohol auf jeden Fall. Und ein bisschen Stoff. Damage Arrow. Nee. Explosion. Was kann man denn da noch? Da packt man dann noch da einen Schaltkreis von rein. Und man braucht jetzt quasi noch eine Ummantelung. Die habe ich natürlich noch nicht. Eine Batterie? Nee. Irgendwie interessant. Daraus kann man auch eine Explosion machen. Headbomb. Wir müssen uns eigentlich mal umgucken. Oh. Ich glaube, wir sollten wirklich jetzt mal gucken, wo die hier alle herkamen. Also wir haben auf jeden Fall mit der Axt eine Chance. Das konnten wir jetzt schon mal feststellen. Was liegt denn da? Das, was die fallen lassen, können wir auch mitnehmen. Okay. Na gut. Ich muss immer noch eine Schildkröte finden. Das Haus sehen wir ja jetzt, wo es ist, genau. Jetzt müssen wir erstmal eine Schildkröte finden, damit wir denen ihren Panzer nehmen können. Apropos Panzer. Fischi. Mist. Komm. Und heia. Na los. Wieso treffe ich ihn denn nicht? Jetzt haben wir ihn. Wir müssen immer noch Wasser machen. Das ist jetzt erstmal unser ganz großes Vorhaben. Das heißt, wir müssen hier irgendwo mal eine Schildkröte finden, die wir einfach mal zermanschen. Hier ist wieder so ein richtig tolles Ding. Oh, ist das nicht die Stuhls? Ich glaube schon. Ich glaube, die haben die da jetzt rausgeholt. Das ist aber nicht so schön. Und hier ist, glaube ich, eine Höhle, ne? Da kommt schon mal Fledermäuse. Ja, Tatsache, da geht's in eine Höhle. Nahrungsmittel habe ich jetzt nicht unbedingt. Aber wir könnten mal ein Feuerchen machen. Das setzen wir auch mal hier vorne hin. Dann machen wir nämlich erstmal den Fisch. So. Solange wir noch können. Ich mache gerade Sport. Das hat man ja gehört, ne? So. Der Fisch ist immer noch am Brutzeln. Brutzel, Blutzel und da ist er fertig. Gute ist, Fisch ist sehr gesund.
Gehen wir da mal rein? Ist eigentlich theoretisch wieder so eine Sache. Wir haben nämlich keinen... Huch! Ein Punch? Ich könnte mir Schuhe machen und alles. Ich höre was. Ich glaube, ich werde mir tatsächlich, bevor ich da reingehe, erst einmal irgendwo eine Schildkröte herholen. Achso. Jetzt macht das Ganze jetzt natürlich schwerer, dass die... das Fleisch, was man im Inventar hat, jetzt auch schlecht werden kann. Finde ich aber realistisch. Da ist ein Zelt. Hier liegen tote Haie. Was haben wir denn? Es hätte ein Pfeil sein können. Ein Topf. Nein, wir haben einen Pott gefunden. Damit können wir das Wasser abkochen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Warte, das müssen wir mal probieren. Was war das? Kann man die essen? Okay, das sollte meine Frage nun beantworten. Die kann man nicht essen. Das Feuer brennt noch. Warte mal, hier war doch das Wasser irgendwo. Wo ist hier Wasser? Da ist es. C. C? So. Das muss ich jetzt da... Das müsste ich damit doch eigentlich abkochen, oder? Ich hoffe, das funktioniert. Ja, nur leider so abkochen vom Wasser dauert natürlich auch so seine Zeit. Da, eh. Boah, cool. Jetzt sind wir... Boah, wir sind voll. So, das heißt, wir können eigentlich da mal reingehen. Oh Mann. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Oh, oh, ruckel, ruckel. Es baut sich hier drin auch gerade alles auf. Und von draußen kommt noch ein bisschen Licht rein. Ich hoffe, wir machen das Richtige. Nicht, dass wir hier drinnen krepieren. Es könnte aber passieren. So, so, wir müssen also einen Topf voll Gold finden und den dann abkochen. Ich finde das schön. Vor allem jetzt muss man hier richtig auf Bedürfnisse achten. Alter, was bist du denn für... Eine Hälfte. Jetzt ist die Frage, ist hier wieder was durchgestrichen? Wer bist du? Hauen wir mal drauf. Alter, war das krachmäßig da. Also ich habe gerade was gehört. Was ist das da? Eine Handtasche? Ich kann sie jedenfalls nicht aufmachen. Hier sind ein paar Tische. Ich hätte vielleicht meine richtige Taschenlampe mitnehmen sollen. Was leuchtet denn hier so? Da kommt Licht rein. Wo kommt man denn da raus?
Hi! Alter, ein Schlag! Der ist schon tot. Aber den haben wir auch richtig gut getroffen. Davon mal ab. Was brennt denn da hinten? Hier sind noch ein paar, auf jeden Fall. Da! Na los, komm! Leb wohl. Nein, du wirst jetzt sterben. So. Ich hoffe, das waren sie jetzt alle. Was liegt denn hier? Ganz viel Kloof. Ich glaube... Ach du Scheiße. Ein Passenger von 103... Was? Wir 103... Es gibt 130 Passengers. Das hier könnte... Das sieht etwas merkwürdig aus. Ist das der Pilot? Weil hier, der hat einen Server dabei und hier steht eine Lampe vor allem. Kann ich die mitnehmen? Nö. Diese Campinglampe, ne? So eine haben wir auch irgendwo stehen. Ich finde die irgendwie nicht schlecht. Was ist das? Ein Seil. Kann ich das kaputt hauen? Tatsächlich! Da ist ja voll viel Zeug drin. Mensch, das lohnt... Das lohnt sich ja mal, wollte ich schon sagen. Vor allen Dingen so richtig schön... Das geht nicht auf, das ist ein Koffer. Da oben hängt was. War ich das? Ja, das war ich. Das Problem ist jetzt, wir müssen tatsächlich 130 finden, aber... Warum sind hier nur 43 aufgelistet? Das ist irgendwie so ein Ding... Oh. So ein Ding, was ich total komisch finde. Ah, der verliert Geld. Her mit der Kohle. Ein blutiger Tisch, okay. Davon brauchen wir nichts. Hier ist immer noch ein bisschen Geld. Und hier sind Koffer. Meine Frage ist, wo bin ich eigentlich? Ah ja. Wir sind jetzt also da links in der Höhle. Ich könnte mir vorstellen, dass sie mit der rechten irgendwie verknüpft ist. Aber die ist riesig. Wir finden Tabletten und alles. Alles, was das Herz begehrt. Eine Uhr haben wir sogar gefunden. Huch. Oh. Zwei auf einen Streich. So, und hier geht's nicht weiter, ne? Nö. Das ist ein bisschen zu hier. Ich hätte ja gerne eine Taschenlampe. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch eine. Da ist ein Laptop. Und Babs! Dann haben wir den jetzt auch. Weil elektrische Bauteile kann man immer gebrauchen. Boah, wir sind schon fast 2 Stunden am Aufnehmen. Also ich bin schon fast 2 Stunden am Aufnehmen. Es macht aber auch richtig Spaß. Hui. Was ist denn das? Den kann man nicht hauen. Okay. Was ist denn... Hier ist ein Totenkopf. Man kann die so schön hin und her schießen. Okay, dieses Geräusch ist nicht normal. Was ist das denn? Ein See mit Bäumen. Das muss ein Bild von unserem Sohn sein. Warum sind hier Kreuze dran? Haben vielleicht die Passagiere das Ding hier zugemacht? Thank you.
Das ist so meine einzige Erklärung. Weil die wussten nämlich, dass hier hinter irgendwas viel Furchtbareres ist. Und wir bewegen uns geradewegs in diese Richtung. Ich höre schon wieder welche. Und hier ist einer mit dem Helm. Wie lange waren wir denn bitte schön bewusstlos? Bemerkt er mich? Ich glaube, der schläft. Der ist ganz schön tot. Dann machen wir das hier bei dem auch nochmal. Ist ganz schön... ganz schön fies von mir, aber... wenn es noch nicht anders geht... man muss auch mal sneaken. So, da ist immer noch ganz viel Close drin. Was ist das denn hier, ein Kissen? Coupon Air. Okay. Irgendein Kissen ist das. Ich weiß nur noch nicht, welches. Also wir müssen hier auf jeden Fall geduckt gehen. Da ist noch so ein Totenschädel. Ich glaube, das verrät uns, wo die sich verstecken. Warum geht's denn da noch tiefer rein? Ich will das nicht wissen. Wir gucken uns erstmal hier oben ganz in Ruhe um. Was ist das? Hört ihr das oder bin ich der Einzige, der das hört? Es knirscht doch hier irgendwo. Alkohol. Alkohol. Hier oben ist nichts. Da hinten ist aber noch eine Wand, oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Da ist noch eine Wand. Da ist eine Taschenlampe. Hier gibt es ein paar Flares. Warum ist das hier zu? Wo bin ich jetzt? Ich bin da. Und es gibt noch einen Weg, der nach unten führt. Wir müssen uns da mal umgucken. Bevor wir hier weitergehen. Was mich mal interessieren würde... Boah, warum liegen hier Füße? Was knittert hier so? Ich glaube, wenn ich da runtergehe, da könnten wir uns in eine sehr gefährliche Gegend bewegen. Wir gucken einfach mal. Ach, es geht noch tiefer. Oh, Backe. Ob das man so... richtig ist, ich verzweifle es irgendwie. Meine Stimme ist auch ein bisschen kaputt. Alter, wie tief! Ich halte mich mal lieber fest, nicht, dass ich jetzt noch die letzten Meter abstürze. Wo zum Henker bin ich hier? Weißt du was? Ich will jetzt mal die Taschenlampe ausprobieren. Wow. Die ist ja echt hell. Da ist ja das Feuerzeug sogar noch besser. Wobei, es geht eigentlich. Ich finde das hier eigentlich etwas zielgerichteter. Was haben wir denn da jetzt gefunden? Ein Kreuz! Was soll uns das sagen? Wir gehen einfach mal weiter. Alter. Ich finde das hier gerade mega krass. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier gerade mal so... Heißt das, ich soll hier tauchen?
Ich glaube ja, das soll das heißen. Weil ich habe hier nämlich gerade eine Taucherausrüstung tatsächlich gefunden. Seit wann gibt es denn hier eine Taucherausrüstung? Ey, das... okay, hier geht's nicht weiter. Okay. Taucherausrüstung. Oh, es ist verschwommen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass es so ein bisschen verschwommen ist. Aber wo geht es denn hier hin? Ist das geil! Es tut mir leid, aber... Ey, das ist ja echt affenkrass gerade. Weißt du, was ich mal kurz mache? Ich blende mich mal kurz aus, damit ihr das einfach mal genießen könnt. So wie ich gerade. Wo sind wir denn jetzt? Meine Taschenlampe geht gerade aus. Nee, sie funktioniert noch. Wo zum Henker bin ich hier? Okay, die Map kann ich gerade nicht aufmachen. Was ist das da? Alter! Was war das? Killer-Babys oder was? Alter! Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass mich gleich was anspringt. Erstmal mache ich die Kamera wieder rein. Ihr hättet mich mal erleben müssen, wie ich gerade zusammengezuckt bin hier. Das war jetzt gerade natürlich im falschen Augenblick, wo ich die Cam noch aus hatte. Alter. Wo bin ich? Ich schwimme tatsächlich gerade unter Wasser lang. Ist das krass. Wo wäre ich denn da hingekommen, wenn ich jetzt die Wand da kaputt gemacht hätte? Wir schwimmen mal weiter. Ich habe natürlich keinen Neoprenanzug. Das ist natürlich für uns hier ganz schön kalt. Aber es geht ja noch. Zur Not müssen wir uns halt mal was zu essen machen. So, und abtauchen. Ich finde das echt ein bisschen schade, dass es so verschwommen ist. Also das liegt jetzt nicht an YouTube, dass es hier total unscharf ist. Das liegt gerade am Spiel. Ich finde es schade, dass das Licht dann ausgeht. Von der Taucherausrüstung.